So, inklusive mir und jetzt mit der 4 einmal hier weg und dann aufsammeln. Naja, das kann sich leider noch ein bisschen hinziehen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Leider muss ich hier aber alles freiräumen und ich überlege gerade wirklich, ob ich anzünden soll. Andererseits ist es mir dann aber zu schade um die Rohstoffe. Aber wiederum andererseits ist es mir dann zu schade um die Spielzeit. Ach, guck mal, wer da auf Angriffskurs geht. Ja, Schnauze. Blim, 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 blim. So, dann einfach hier mal wieder abreißen. Ich hoffe nur, das sind jetzt keine Megabäume mehr. Huch. Dass wir hier relativ zügig vorankommen. Mann, ich habe hier aber auch Scheiße gebaut. Wieso habe ich denn hier so viele Bäume gepflanzt? Wie kam ich denn überhaupt nicht auf die Idee? Ich glaube, ich war einfach nur ein bisschen gefrustet, weil das mit den Wasserläufen geändert wurde, was ja jetzt zu 1.0.0 wieder geändert wurde. Und vor allen Dingen will ich mich ein bisschen sputen, damit wir bald wieder zu Dingens können, ne? So ein bisschen im Untergrund. Wir waren ja schon lange nicht mehr in Höhlen drin und uns fehlen ja immer noch Melonensamen. Für unsere ganz tolle Ausbeute und vor allen Dingen für ein bisschen Fressen, damit wir immer genug zu fressen auf Tasche haben. Nicht wie jetzt, wo wir hier gerade ganz übel am Hungern sind. Am Hungertuch nagen. Habe ich mich immer gefragt, wo das Sprichwort herkommt. Muss ich mir da jemanden vorstellen, der da wirklich so am Tuch nagt, weil er so einen Hunger hat? Oder weiß ich gar nicht. So, jetzt, ich sammle die Saplings natürlich wieder ein. Wir werden natürlich wieder im Wald bauen und brauchen, aber das erstmal auf der anderen Seite, weil zu dieser Seite hier hin bauen wir ja. So, einmal mal hier hin und... Boah, das nimmt auch kein Ende, wa? Habe ich noch irgendein Thema zum Erzählen gerade irgendwie auf Tasche? Ich frage mich gerade, was du aus diesen ganzen... Fällt mir gerade ein beim Thema zum Erzählen. Was so aus diesen ganzen gecasteten Bands immer wird. Also ich weiß gar nicht, wen gab's denn da hier, fiel mir neulich erst beim Texteschreiben auf. Habe ich einen Text zur Folge geschrieben, da habe ich in der Folge irgendwas gesagt mit Underground und Overground und Nebenground und bla bla bla. Vielleicht erinnert man sich noch dran, wahrscheinlich eher nicht, weil ich immer so viel quatsche. Und jedenfalls habe ich mich dabei gefragt, Mensch, Overground, das war doch auch eine von diesen komischen Casting-Bands. Wo sich immer irgendwie zwei Besoffene treffen und wer die bescheuertste Idee für einen Bandnamen hat, der gewinnt oder der kriegt einen ausgegeben. Irgendwie so muss ich mir das vorstellen. No Angels und sowas, also die Bandnamen, ganz ehrlich, das ist doch einfach nur beim Scrabble irgendwie zusammengewürfelt. Keine Ahnung, ich kann mir das nicht anders erklären. Auf jeden Fall fragt man sich immer, was passiert denn mit den ganzen Bands? Ich meine, No Angels waren ja noch einigermaßen erfolgreich, wenn man so vom kommerziellen Standpunkt ausgeht. Und die anderen, ich weiß gar nicht. Wer hat denn da gewonnen? Daniel Kübelböck oder sowas? Wobei der ja nur gewonnen hat, weil er einfach so ein Suppenkasper ist und sonst gar nichts, glaube ich zumindest. Weil singen konnte er ja nicht wirklich. Das war ja mehr so... Also bei dem hat man immer so drauf gewartet, dass man ihn irgendwann wieder sieht zur Möbelhauseröffnung oder so, wo er seine Greatest Hits singt. Wahrscheinlich alle beide. Naja, so kam mir das zumindest immer vor. Und dann gab es ja noch irgendwie halt Overground, wie gesagt, oder Preluders, was immer. Ich weiß gar nicht, wer denkt sich diese bescheuerten Namen aus, Preluders? Oh, das klingt total obszön, weil das Wort Luder da drin ist. Da hätten sie es ja auch Schluder nennen können. Pre-Schluder oder so, wäre ja genauso. Naja. Und dann immer diese ultra-harten Castings-Show, wo da irgendwie so ein Detlef die Soße in der Gegend rumzappelt. Pam, pam, pam. Und dann seine Tanzschritte da irgendwie. Nee, das geht nicht, wa? Das geht nicht. Da müsste alles geben. Alles geben. Ich verlange alles von meinen Schülern. Und dann hängt diese wild gewordene Marzipankartoffel da irgendwie in seinem komischen Dancing-Beauty-Salon herum. Und tut so, als würde er tanzen können. Naja, gut, er kann ja tanzen, aber. Es ist halt immer so, dass diese Choreografie aussieht, als hätte man gerade, ich weiß nicht, irgendwie Ameisen in der Hose, ist da keine Beschreibung, aber wenn man so in der Disco tanzen würde, das geht nicht. Also es ist ja nicht tanzen, das sind ja Choreos, da muss man ja, glaube ich, unterscheiden. Und er bringt ja, glaube ich, auch wirklich nur diese Choreos bei. Choreos hört sich für mich immer an wie eine Mischung aus Chor und Oreos, diese Kekse.
Und genauso sieht es dann auch aus. Da sind dann irgendwie zusammengewürfelte Leute, die dann irgendwie zusammengewürfelt tanzen. Das muss dann alles total synchron sein. Weil das darf auf jeden Fall, das darf auf keinen Fall irgendeine coole Show sein, sondern es muss einfach Synchrontanz sein. Und zwar so, als hätte man da einfach... Hey, klau hier nicht alles. Also so, als hätte man da einfach alles hier gespiegelt und dann ist gut. Das reicht schon. So, kann ich den mal gucken, ob der mich lässt? Ich will nur die Beine kürzen. Ich will nur die Beine kürzen. Komm, ich mach dir eine neue Beinhaarfrisur. Wart auf mich, Beinhaarfrisur, wart auf mich, Beinhaarfrisur, wart auf mich. Ja, Enderperle. Ich freu mir. Danke. Haben wir schön umgelatzt, den Guten. So, und 3 Silber gehen wieder hinfort, weil wir uns hier so... Alter, 64... Wir haben schon so viele Holzdecks, das ist ja unfassbar. So viel hatte ich noch nie, glaube ich. So, kommen wir da noch ran. Komm schon, sag, dass wir da rankommen. Jetzt mache ich das ja doch so und ohne anzünden. Wird auch schon wieder dunkel bald, ne? Ja. So, Saplings sammle ich hier auch nochmal auf. Ich überlege mir übrigens gerade, ob ich doch wieder mal in den Baumodus gehen soll. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Baumodus für die Leute, die noch nicht so lange gucken. Da haben wir immer auf Peaceful gestellt, wenn wir längere Bauprojekte oder längere Bauvorhaben haben. Einfach, damit wir nicht ständig dieses Zurückgelaufen haben und ständig dieses... Ach, ich muss jetzt schlafen gehen, sondern dann können wir auch mal eine Nacht durchbauen und so weiter und so fort. Das war eigentlich gar nicht mal so unpraktisch, muss man ja zugeben. Dann müssten wir uns jetzt nämlich nicht nach Hause sputen, sondern wir könnten jetzt einfach sagen, Edge-Badge-Baumodus und leckt mich doch am Arsch, wir gehen jetzt hier... Pam, 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 wir machen jetzt den Baumodus. Eine heiße Baukorio machen wir dann. Mit meiner coolen Band, den Präschludern. Overground. Overground hat mich immer an Maulwürfe erinnert. Wenn die sich so aus dem Erdreich nach oben buddeln, dann kommen die so nach und nach Overground. Aber wie es bei Maulwürfen halt so ist, die bleiben lieber im Untergrund. Und so hat sich auch die Band ganz schnell wieder eingebuddelt. Huhuhu, bildliche Darstellung. Pass auf, ich mach das mal einfach. Nicht. Ich zwinge mich jetzt selber am Tage zu bauen, damit wir hier bessere Beleuchtungsverhältnisse haben, damit ihr mir auch mehr seht. So, dann mache ich hier wieder zu. Das Bett kann ich ja eigentlich hier stehen lassen erstmal. Das wird so schnell nirgends anders hinkommen. Gute Nacht. Und wieder auf Achse. Da unten ist ein Skelett erschienen. Sowas da muss ich anzünden später, weil da hole ich mir das Holz nicht mehr raus. Und sowas hier sieht einfach nur aus wie ein dicker Buckel. Da weiß ich gar nicht, wo soll ich denn das Holz da rausholen? Da. Ach du Scheiße. Naja, pass mal ab. Machen wir mal so. So, einmal hier. Wer waren eigentlich so die letzten Casting-Show-Gewinner? Weiß ich gar nicht. Da gab es ja einmal diesen geleckten, wie heißt er noch? Alexander irgendwas? Also geleckt hin und her, das war natürlich so ein Traum aller Schwiegermütter. Der war einfach gestriegelt, geschniegelt. Naja, also hässlich war er nicht oder so, kann man ja nicht sagen. Und der macht er jetzt irgendwie bei Tarzan in Hamburg. Hat er ja die Hauptrolle als Tarzan im Musical und soll wohl richtig awesome sein. Sei ihm ja auch gegönnt. Also ich bin wirklich froh, ich bin heilfroh, dass aus diesem ganzen Pulk überhaupt mal jemand kommt, der daraus mal was gemacht hat. Also mal richtig was gemacht hat. Muss man ja mal so sagen, weil die meisten, wie gesagt, die gehen einfach unter, von denen hört man nichts mehr. No Angels haben jetzt so diesen bisschen diesen B-Promi-Status. Was hatten die denn? I wanna be daylight in your eyes? Oder war das überhaupt von denen? Ich weiß es gar nicht. War das? Nee. Nee, Quatsch. Oder? Oder doch? Ach, keine Ahnung, das hört sich alles für mich so gleich an, das ist alles so, hm. Naja, jedenfalls, schade eigentlich, dass die anderen einfach so sang- und klanglos im wahrsten Sinne untergegangen sind.
Bei einigen hätte man ja mehr draus machen können, aber das Interesse der Producer ist ja überhaupt nicht an den Bands oder sonst was. Das wird ja nur ausgeschlachtet, solange die Show noch warm ist, und anschließend wird mit Knebelverträgen schön dafür gesorgt, dass alle Rechte von allen Werken einfach nur noch bei den entsprechenden Produzenten liegen. Ob das jetzt irgendeine... Ich weiß gar nicht, wer dahinter steckt. Müsste man mal googeln. Auf jeden Fall, der Bohlen hat ja seine Finger da auch mit drin. Und zwar gar nicht mal wenig. Der macht es ja auch richtig, was das angeht. Also der Bohlen ist nicht dumm, muss man mal sagen. Ne? Das ist ein Fuchs durch und durch. Der weiß schon, wie der Hase läuft. Der lässt einfach produzieren und dann... macht da mal eben ein bisschen Fame, Fame, und dann war's das. Dann sucht er sich wen anders zum Ausschlachten. So läuft das da halt. Ohne das jetzt böse meinen zu wollen. Oh, Alter, die Musik. Kann ich gerade nicht drauf. Ist mir gerade ein bisschen zu laut. So, ich hoffe, wir haben hier jetzt alles so weit hingekriegt. Was wir aber noch brauchen werden, ist auf jeden Fall eine Menge Erde. Wie viel Platz im Inventar habe ich? Auf jeden Fall noch ein bisschen was. Was ich aber mache, ist, ich hole mir nochmal eine zweite... Oh, 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 was ich mal mache, ist was essen. Ich muss mal eigene Sounds machen, das gefällt mir alles nicht. Ich glaube, ich werde ein paar eigene Sounds mit beisteuern. Vielleicht auch zum Runterladen, je nachdem. Und jetzt aber erstmal zwei neue Schaufeln, weil wir werden auf jeden Fall auch Erde brauchen. Wie ich ja zum Glück noch nie erwähnte. Und die Frage ist natürlich, wo kriegen wir die Erde her? Ich würde sagen, hier ist doch zum Beispiel schon mal ein guter Anfang. Da können wir einerseits den Baum hier schlachten. Mann, müssen wir viel Holz haben. Wir hätten noch ganz viele Blätter hätten wir hier rausholen können für unseren Hausbaum. So, ich grabbel mir hier mal ein bisschen was ab. Das müsste jetzt hoffentlich alles nach und nach decayen. Das wäre mir ein Fest. Würde ich mich freuen. Und ich grabbel hier oben einfach mal ein bisschen Erde ab. Ihr werdet gleich sehen, wozu. Ich hoffe, ich brauche die überhaupt. Aber Erde haben wir sowieso einen großen, 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 großen Mangel dran. Denn wir müssen noch so einiges zubauen, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. So. Heißer Popheißer, was liegt da im Schnee? Ob es wohl gerade schon geschneit hat, wenn diese Aufnahme hier läuft? Ich weiß gar nicht. Ich nehme immer so am Stück auf. Ich bin jetzt schon, warte mal, bei wie viel bin ich denn gerade? Bei über einer Stunde Aufnahmezeit. Oh, was eigentlich schon viel zu viel ist für Minecraft. Eigentlich wollte ich will ja mal höchstens eine Stunde aufnehmen. Aber manchmal hat man einfach so einen guten Lauf. Und wenn man viel baut, dann kann man halt auch viel aufnehmen einfach mal. Eine Stunde deswegen, weil man bei Minecraft ja immer sehr aktuell sein muss. Wenn man da mal nicht die aktuelle Versionsnummer hat oder irgendwas Aktuelles mit drin hat oder irgendein aktuelles Thema... Dann kommen ja sofort die Kommentare. Hey, Gronkh, warum spielst du denn noch mit der und der Version? Da ist doch schon die und die draußen. Liebe Freunde, ich habe es ja auch erst 12 Millionen Mal gesagt. Es liegt einfach daran, dass ich im Voraus aufnehme. Viele wissen das, aber viele raffen es scheinbar trotzdem nicht. So, tragen wir mal hier einfach so ein bisschen das Berglein ab. Schaden kann es ja nicht. Vielleicht können wir hier oben noch was bauen mit Aussicht oder so. Ich meine... Wir müssen auch noch zum Wollpalazzo. Wir haben noch einiges zu tun, einiges zu machen. So. Eieiei, ich glaube, das wird auf jeden Fall erstmal genug Erde werden. Zumindest fürs Erste. Fürs Erbste. Ernste. Okay, der war relativ flach. Ich entschuldige mich dafür. Aber ihr wisst ja, hier ist sowieso schon alles zu spät bei diesem Let's Play. Ich habe auch schon lange nicht mehr aus dem Witzebuch vorgelesen. Ich habe mir sogar ein paar Bücher bereitgelegt. Die liegen jetzt leider gerade wieder im Wohnzimmer. Da hat jetzt mir extra einen Rechner bereitgelegt, wo ich immer mal so ein bisschen was vortragen wollte oder so nebenbei einfach mal erwähnen. Oder einfach mal heimlich was einbauen oder so. Und ich sehe gerade, wir haben keinen Platz mehr. So, aber das ist egal. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich hoffe,
Das kriegen wir trotzdem noch einigermaßen geregelt hier.